YouTube-Studio. Und zwar Inhalte bearbeiten. Back to the Plito. So, das ist doch mal. German Church Baldur's Gate 3. Videosprache ist Deutsch. Es ist Deutschland hier! Aufnahme war der 30. Aufnahmeort war. Ja, geil, die E-Kette. Das wird so heftig. Standard-Diplom-Lizenz. Gaming Baldur's Gate 3. Geil, Junge, Speicher. So, dann muss ich auf meinen Twitch-Channel gehen und dann mal den Titel anpassen können. Denn so geht das ja nicht. Und zwar schön. okay, eine Stunde habe ich noch, dann lass uns rein, die Olga. Bin schon da. Bin schon am Start, kann man sagen. Ich muss nur noch wieder das Spiel öffnen und irgendwie laden, wahrscheinlich oder so. Kannst du denn es schaffen? Kannst du deinen Spielstand laden oder wie läuft das? Ja. Okay. Heute Morgen ist mein PC nochmal einmal abgestürzt, also das ist noch nicht ganz heile. Ich muss mir wohl echt einen neuen kaufen. Beziehungsweise, eigentlich müsste ich wahrscheinlich einfach ein stärkeres Wattteil reinlegen, aber habe ich auch nicht so richtig Bock drauf, den komplett auseinanderzubauen. Mareike braucht eh einen.
weiß noch nicht, wie du das laden kannst, das Spiel. Aber du machst das schon. Ich join dann. Ich mache das schon. Wer doch gelacht. Krass, Wizards of the Coast ist mit bei dem Spiel beteiligt. Das wusste ich gar nicht. Das ist ja cool. Wizards of the Coast hat Magic gemacht. If you don't know. Da sind wir an der Leiter. Gut, kann ich dich jetzt joinen oder nicht? Lädt noch. Ich sehe hier Kirchen. Ja, aber ich bin noch nicht da. Jetzt kann ich mich verbinden. Du stehst hier, ich habe dich angesprochen. Einst vertraut und verbündet, nun offenbar nicht mehr ganz da. Ich kann dich ins Lager schicken, Junge. Die Putin. Die Putin kann ich dich ins Lager schicken. Das muss aber nicht sein, Kevin. Oh, ich kann die Leiter betreten. Geil. Das ist wirklich Und dann geil. ist die erste Hürde ja geschafft. Dann können wir endlich progressen im Spiel. What the fuck? Einfach nur für die Vibes sind wir hier hoch, scheinbar. Nee, wir müssen da ja lang jetzt. Wir müssen doch ein bisschen irgendwo weiter lang laufen. Also, die Krypta ist ja nicht mehr unser. Die Krypta ist ja. Wer durchgespielt das Dungeon? Gut, dann komme ich auch mal hoch. So. Sind wir live? Ja, wir sind live, Junge. Krass. Herzlich willkommen, liebe Twitch-Zuschauerschaft und herzlich willkommen auch auf YouTube. Schön, dass ihr Ja. da seid. Hi, YouTube. Wichtig ist halt auch, ich habe jetzt übrigens mal den Titel angepasst. Es ist jetzt Baldur's Gate Teil 1 mit dem besten Jugendtrainer aus Lüneburg. Bitte nicht. Doch. Oh Mann, das ist cringe. Ich wurde übrigens hier festgehalten. Na, kannst nicht machen, sowas. So, warte mal, was Also wir sagt sind denn jetzt unsere wieder Map? hier. Ich glaube, wir müssen nach links. Also kartenmäßig nach links, ne? Also geradeaus. Ja, ich muss jetzt erstmal wieder die Steuerung klarkommen. Hier hoch müssen wir. Haben wir das Schiff alles angeguckt? Ja, ne? Ja. Wir haben ja auch hier schon gefightet und die Alte rausgeholt. Und Warte auf mich, warte auf mich. okay. Und ich muss mal meine Fackel weglegen, die brauche ich hier gar nicht. Warte mal, ich muss mal hier. Es wäre gut, wenn ich jetzt wahrscheinlich. Ich bin Hexenmeister, ne? Habe ich nicht irgendeinen So, da oben geil. rechts ist noch ein schwarzer Punkt im Weg, der stört mich. Geil, Digga, jetzt habe ich einfach noch einen Dolch mit am Start. Digga, lass mal dahin gehen. Wo ist wo? Kann ich was markieren? Kann ich was pingen? Kann ich was markieren? Nö. Doch, warte mal, was ist das Alt hier? und Ping! rechte Alt. Maustaste. Alt und rechte Maustaste. Okay, ja, Da will ich hin, da ist noch. ich folge. Ja, hier ist noch was Unentdecktes, deswegen dachte Hey, ich, hier liegt okay. ein Bogen auf dem Boden, Junge. Siehst du? Ich loote den mal. Das ist von unserem Fight noch. Und Drachenpilz haben wir auch nicht gelootet. Aber hier waren wir jetzt überall schon. Aber man muss sagen, hier steht was in der Luft. Siehst du, das ist bei dir auch hier? Guck mal Was? über mir. Ja, Buggy. Ein Zauber. Ja. Nee, das ist, da war doch die Dings gefangen. Ich glaube, es war einfach ein Bug. So, die Frage ist, was ist das da? Beschädigter Fuß? Ich dachte gerade Fußnagel. Ja, okay. Fußangel beschäftigt.
Ich kann die. Paneka hat ein Gespräch begonnen. Herr, wo ist denn mein. Irgendwie fehlt die Tante, die uns mitläuft, eigentlich. Wo ist die denn? Ah, Junge, die ist noch stuckt, hier in der Höhle. Ja, ich bin gerade mal auf sie. Ich auch, ich hole sie gerade raus. So, jetzt müsste sie ja dann zu mir laufen, oder was? Wenn die jetzt raus ist, wird sie ja wohl schaffen, oder wie? Nö, steht da. Hm? Die steht da. Vielleicht, weil, sie nicht. Vielleicht weil du noch drauf bist? Nee, ich kann nichts machen. Ich kann sie nicht führen. Oh, ich laufe gerade zurück. Ich hab, oh, witzig. Ich laufe jetzt zu ihr. Okay. Weil ich dachte, ich kann sie steuern, kann ich aber nicht. Das war unter jetzt, Escape, Mehrspieler. Ja, die ist bei mir noch angeheftet. Hefte sie mal an mir, dann... Kannst du sie irgendwie an mich ranmachen, dann... Können wir gucken, ja, ist jetzt bei dir, anwenden. Dann steuerst du sie. Kann sie mir jetzt folgen? Ich weiß nicht. So wie der andere? Hoffentlich. Und vielleicht einmal Lager machen, dass sie neu geladen wird oder so. Moin, heute mal ein bisschen besser. Collins Tür ist offen, by the way. Okay, danke Mareike. Ach nicht, doch, bleib bei mir. Bestimmt. Ja, so, ich hab sie ins Lager geschickt, die Alte. Achso. Jetzt, kann sie laufen, oder was? Dann holen wir sie gleich nochmal raus aus dem Lager, oder was? Mhm. Wo ist denn unser Lager eigentlich? Kann man da so hinlaufen? Nee, du hast doch Lager und Rastmenü hast du rechts, neben wo du dein rundenbasiertes Dings immer änderst. Und dann kannst du zum Lager drücken. Mhm. So, und dann quatsch ich die Alte jetzt nochmal an. Dass du bist sie... jetzt schon im Lager, oder was? Ja. Dass sie nochmal mitkommen soll. Schattenherz. Komm mit mir. So, dann verlasse ich das Lager jetzt wieder. Ist sie jetzt am Start hier oder was bei mir? Ja. Mhm. Gut, wir müssen ja jetzt hier irgendwo lang. Rechts oder links ist jetzt die Frage, Kevin. Erstmal links. Okay. Ah ne, hier kommen wir einfach wieder zum Schiff. Nee. Ach so, da. Oh, hier ist irgendwas. Es wird gespeichert, Junge. Da vorne ist was. Da sind People. Nee. Hier kommen wir her. Nein. Zerstörte Downfield. Nein, komm zu mir. Ja, Digga, du läufst wieder vor. Ich sag links und du läufst vor. Ja, ich bin links gelaufen. Nee, ich bin links gelaufen. Nee, weil bei mir... Hier ist eine Schaufel. Oh, nimm die mal mit, bitte. Dann kann man so... Ich grabe jetzt hier. Geil. Gut, dann warte ich noch, bis wir die Interaktion da machen. Weil hier gab's auf meiner Karte, wenn du bei Stream guckst, stand ich halt hier und dann dachte ich so, halt da links oder da rechts. Ich bin einfach links gelaufen. Für mich war links geradeaus oder rechts. Ja. Eine robuste Truhe, Junge. Ich habe eine Truhe aufgegraben. Oh, Silberbarren. Junge, so geil, hast du verdient, Junge. Nimm die Schaufel bloß mit oder ich nehme die mit. Mir egal. Nimm mit den Aal. Okay. Habe ich am Start. Schön, schön, schön. Gut, und hier, das hier willst du jetzt machen, ne? Oder wo wolltest du lang? Ja, ich folge dir jetzt. Okay, warte, nee, lass mal hier lang gehen. Oh. Oh! Komm rein. Okay. Seh's. The pack of goblins will be on us any second! What's going on? Goblins are on our tail! Open the gates, Sevlor, now! You let goblins here? Where is the druid? Please, there's no time! There's no time. Uiuiui. Sieht aus wie ein Wag. The nine hells! Open the gates! So müssen wir jetzt entscheiden, ob wir mit durchlaufen oder ob wir fighten oder was. Oh, okay, die gehen Bröck. Okay, wir haben jetzt die Wahl, da einzustreiten, oder was?
Boah, man allein zu dritt oder was? Damnable Roach. Boah, wer ist er denn? Will. Boah. And suffer it sting. Mhm, das ist so ein. Okay, wir sind mit am Start auf jeden Fall. Junge, heftige Schlacht hier. Ja. Achso, wir hätten nur. Ah, hier wäre es um lang gegangen und wir hätten. Alles klar. Gut, die spiele ich anscheinend. Haupthandangriff. Fernkampf. Das heißt, ich mach Fernkampf auf den Bogenschützen. Ach du bist dran, okay. Ja, nee, wir beide machen. Jetzt. Ach, wir beide machen unsere. Wir sind halt auch noch Damage, sehe ich gerade. Wir haben noch nicht mal gerastet. War vielleicht nicht das Smarteste. Gut. Ja, weil wir auch nicht alle Fähigkeiten. Ich kann auch gar nicht alle Fähigkeiten benutzen. Ich bin nicht ausgeruht. Schaffen wir schon. Sind gefickt. Schaffen wir schon. Gut. Krasser Dude, sagt Fellnase 93. Ja, zu dem Schwarzen. Junge, ich. Oh, da oben, den habe ich gar nicht gesehen lange. Ja, den habe ich aber gewonshottet. Das ist wichtig. Und dann gibt's hier noch einen Jump, oder was? Bewegung erstmal nicht möglich. Dann geht meine Bewegung, glaube ich, hier hoch. Zug beenden. Ja, einfach. Borg hat 26 Leben, Alter. Das ist sogar ein Borg, witzig. Boah, der Borg macht auch 7 Damage. Boah. Er macht zweimal Attacke, das ist crazy. Zug von Panekka. Da ist High Ground, ich kann ihn nicht sehen. Es gab irgendeine. Gab Alt. Der Alt-Rechtsklick. Ich weiß nicht, es gab auch irgendwie eine Möglichkeit, nein, Sichtbereiche von Feinden zu sehen. Aha. Das habe ich vorhin gesehen. Ja, die werden alle gehops genommen. Ja. Was sind denn. Ja, ich brauche jetzt. Wir brauchen hier. Wie hieß denn unser Twitch-Viewer nochmal? Von gestern. Jo. Wir brauchen unseren Twitch-Viewer von gestern nochmal, der uns das Game erklärt. Ehrlich so. Wo war. Das ist auch noch. Nee, das ist ein guter. Was ist das für ein wildes Geräusch gewesen? Okay, mein Zug. Gut. Hexenmeister. Hexenmeister kann. Hat keine Sichtfeld. Kann Hexenmeister springen? Hexenmeister kann auch da nicht hochspringen. Dann. Bewegung. Alles klar. Dann halt so. Fehlschlag. Ärgerlich. Dann beende ich mal meinen Zug. Schwieriges Gelände, unser Bewegungsradius ist halbiert. Hat ihn einfach gekillt. Junge, wir können ja gleich so viel looten, ne? Ich hoffe, wir können dann was verkaufen da in der Stadt. Hm. Und auch was kaufen. Tatendrang, okay. Geil, mein Zug. Jetzt lernt die mich kennen. Gar nicht laufen, ne? Also es wird geisteskrank. Jetzt lernt die mich kennen. Kann nur 4 Meter laufen, ne? Ich glaube, ich möchte nicht runtergestoßen werden, ich springe. Okay, zu bänden. Erstmal looten, ja? Du lootest jetzt? Ich dachte, vielleicht hat er ja irgendwie noch eine Waffe oder so, die bessere Range-Waffe für mich. Oh, der Bug. 10 Schaden, Digga. Aha. Okay. Ich gehe nach vorne. Hätte jetzt den 13, der hat 4 Leben, den mache ich fertig. Ich
Rückbeenden. Oh, hier ist noch ein Gegner, den habe ich gar nicht gesehen. Oh Mann, ey. Oh mein Gott, der hat 11 Schaden gemacht. Münzoberfläche, Charakterbogen. Und verstecken. Ja. Kürzen. Ich bin gleich, ich guck gleich. Ich wollte gerne. Gucken. Okay. Guckst du gerade noch Einstellungen? Ja, wo man diese Sicht sehen kann, aber so wichtig ist es gerade wahrscheinlich. Goggle doch mal. Dann mache ich mir kurz einen Tee. Ja, nee. Wird, werden wir schon gleich rausfinden. So, wo bin ich denn? Das muss ich machen. Da müsste ich dahin. Da ist noch ein Enemy. Dann mache ich, glaube ich, erstmal den taktischen Mover. Aber ich kann mich nur voll wenig bewegen. Dann springe ich hier hoch. So, kann ich den jetzt erreichen? Kann ich den jetzt sehen? Ja, nice. Weg mit dir. Fehlschlag. Fuck you. Fehlschlag holt mich nicht ab. Der ist schon das zweite Mal. Ui, der kann auch healen. Der hat irgendwie ein AOE hier gemacht. Stark. Ein Zug. Wir könnten auch die anderen angreifen, ne? Dann sind wir jetzt einfach ohne zu überlegen auf der Seite von denen. Mensch. Ja. Ja, gut. Da hast du wohl recht. Aber naja. Das ist, ja so. Warte, der ist jetzt tot oder was, ne? Ja, den habe ich gekillt. Warte mal. Aber die werden grün angezeigt. Die Menschen. Oh, ich kann es nicht verwenden, weil ich keine kurze Rast hatte. Ja, darum so meine ich ja. Fehlschlag, nicht schön. Ei. So. Ja, gut. Hab mir selber Schaden gemacht. Ja, gesehen, du bist so hoch runtergesprungen. Wagemutiger Schlachtruf. Eins bis zehn Schaden, egal, ich riskier's. Perfekt. Kann ich mich selber in die Richtung schubsen, dass ich näher dran bin? Hä? Was? Ach, der hat mich gehalten. Ja, oh, okay, gut. Aber hab schon gedacht jetzt hier, was ist hier los? Let's go, Kirchen, let's go! Oh, Kirchen gönnt hier nochmal einen richtigen Damager, haut er jetzt raus. Also die Attacken von dir sehen auf jeden Fall deutlich krasser aus als die von dem Magier. Der Premierer ist gleich tot übrigens. Wer ist gleich tot? Premierer, oh ja, aber ich glaube nicht, dass wir das aufhalten können. Oh, die Sicherheit. Ach, wie viel Leben hat denn der Wagner? Der ist auch fast dead. Jetzt gut. Endlich mal angreifen. Ne, ich bin dran. Ja Mann, ich kann den echt looten. 6 Gold, Morgenstern 4 bis 11. Oh, das ist Wuchtschaden. Wuchtspeer. Wuchtschaden, Wuchtschaden.
Ich habe jetzt gelernt, Wuchtschaden ist gut gegen Skelette und Untote. Ben. Was mal am Leben. Wichtig. That was the last of them. Inside, all of you, more may follow. Open the gate. Gut, aber erstmal looten hier. Feuerwehr dreht durch, sagt Fellnase. Hm? Hier Wargzahn, kannst du einen Trank draus machen. Geil. Best be on my way. Ich loot hier erstmal. Wie ist nochmal Ping? Alt, rechte Maustaste. Da hinten bei dem ist der Walk. Geil. Hier sind auch Handschuhe der Macht, habe ich gerade gelootet. Nur so als Info. Gucke ich mir gleich mal an, was es ist. Hast du alles andere schon gelootet? Ja. So, pass auf. Bevor wir reingehen. Hier ist ein Stab für dich. Wo? Wo ist hier? Da hinten? Warte, ich kann senden an dich. Zack, habe ich dir gesendet. Okay, warte, dann gucken wir mal Gruppenansicht so. Also. Ritualstab. Ich glaube dann. Der sieht halt schon wild aus, ne? Den werde ich spielen. So. Das ist. Was ist das? Handschuh der Macht. Verderben der absoluten. Beim Nahkampftreffer bewirkst du möglicherweise einen Malus von minus 1d4 auf die Angriffe und Rettungswürfe des Ziels. Möchtest du das vielleicht haben? Weil du machst ja Nahkampfangriffe. Ich gebe dir das mal rüber. Das sind sicke Handschuhe. Oder ich leg dir die einfach mal an. Kann ich die anlegen? Ne, musst du selber machen. Aber die sind jetzt in deinem Inventar. Sehe sie nicht. Warte, dann scroll ich die nach unten. So. Ah, jetzt sehe ich sie. Wenn Beinahe gewesen wäre. Das ist natürlich nice. Stachelschild wurde hier gedootet, kann ich das tragen? Junge, geil. Ich kann ein Schild anziehen. Mächtig. Das ist nice. Also wie scheiße sehe ich eigentlich aus mit meinem komischen roten Outfit, mit meiner komischen Ledermütze, die... Alter, wo... Es ist ja wirklich gottlos. Guck mal, wie ich aussehe einfach. Gönn dir das mal. Scroll mal richtig schön rein. Du siehst richtig krass aus, Alter, wie Indiana Jones mit deinem Outfit, deinem krassen Hexenmeisterstab. Und ich? Guck mal. Ja, es ist schwierig. Gib einfach so eine Armbrust auf der Bo... Kann ich bitte die andere Waffe ziehen? Schwierig. Grausam. Okay, wollen wir mal durchs Tor gehen oder was? Ja, ich guck gerade nochmal. Zweihand-Axt. Ist die vielleicht ein bisschen geiler für dich? 4 bis 11 Schaden? Ich weiß nicht, die braucht die nicht. Nee, bleib mein Speer erstmal. Okay. Brauch 4 bis 11 Schaden und irgendeinen Effekt. Ich guck mal kurz. Dass ich nicht zweimal hintereinander verfehlen kann. Guck mal kurz bei Schattenherr 2. 2 bis 7. Das Ding macht auch 2 bis 7, was ist halt Wuchtschaden, ne? Wuchtschaden habe ich jetzt so verstanden, dass es nur gut ist gegen Untote. Vielleicht brauchst du auch noch so ein Säbel, ja. Hier so eins. Was? Der Magier kann auch noch eine Fackel kriegen. Du kannst auch noch eine Fackel kriegen. Und sie hier auch. Hier, ich gebe dir einen Zauber. Ach ne, ich hab. Okay, passt schon. So, schon. Ja, dann. Junge, warum hast du 263 Gold und nicht 130, Alter? Gib mal rüber hier, Junge. Wird mir gleich mal hier einverleibt. Und ich bin auf dem falschen. So, wollen wir da jetzt einfach reingehen oder wollen wir kurz noch. Der Hinhase schreibt schick, Kevin. Ich sehe aus wie ein richtiger Bauer. Oh, können wir da jetzt rein? Ja, wir gehen jetzt ins Tor hier rein. Also. Ja gut, aber wir haben keine Rast gemacht, ne? Wenn wir da jetzt gefickt werden. Nein, wir werden doch hier nicht gefickt, wir haben gerade den Tag gerettet.
Wer will uns holen? Wollen wir hier kurz mal rasten oder was? Oh mein Gott. Ich würde sagen, wir rasten hier mal eine Runde. Hey, ich bin schon in einer Sequenz. Ach, du bist in einer Sequenz oder was? Dann guck ich mal. Ja, du musst reingehen. Er ist gerade ausgerastet, hat gesagt, hier sind Kinder, du Idiot. Und er meint, ja, wir sind unser Leben gerettet, hier, gelaufen hier. Hm. Ihr habt sie ja direkt zu uns geführt und den Druiden habt ihr ihnen auch überlassen. Unfassbar. Wo ein Goblin ist, sind auch 10. Wir sind jetzt. Wir sind jetzt quasi er. Der Typ, den wir noch nicht kennen. Nee, nee. Wir sind wir selbst. Ja. Ich hätte 2 genommen. Obwohl ich bin Dirty Hexenmeister, ich nehme 4. Stuff your payment. Nee, wir sind der, guck. Nee, du hast. Okay, ich hab's verstanden. Anything to save yourself, you coward! Should have done that a long time ago. Arrogant prick had it out for me from day one. No one leaves my people out cold. Mhm. Only way he shut that hole under his nose. He was right though. Coming back to this hellhole was a mistake no amount of gold can put right. I'd rather face another round of goblins than stay in this pit. Ja, die verpissen sich jetzt. Gut, Bro, dann würde ich jetzt trotzdem sagen, wir machen mal eine große Rast hier, oder was? Lange Rast. Warte mal, ich gehe erstmal zu dem. Lass erstmal mit dem Typen hier reden. Oder was? Ich hätte halt jetzt mal eine Rast gemacht, damit wir die Spells fertig haben. Ja, gut, ja, dann machen wir eine Rast. Komm, dann melde noch mal eine Rast hier. Machen wir erstmal eine Rast. Gail will irgendwas? Ja. Was will Gail? Ja, lass uns mal ein paar Dialoge führen, bitte, mit allen. Ja. Also, lass mal ein bisschen was anschauen, was die so zu sagen haben. Achso, er sagt, es ist hardly the time, okay. Nee, bei mir bist du, ne? Okay, ja, weil du wahrscheinlich mit, weil du ihn führst. Kannst du mit rein? Ja. Indulging in a spot of vanity. Handsome devil, aren't I? Be that as Seramorphosis. What does it make you think of? Seramorphosis. Ja, also würde ich sagen, die Larve. Spot on. Day one, fever and memory loss. Day 2, hallucinations and graying skin. Day 3, hair loss and blood leaking from all orifices. Need to go on? Day 4, excruciating pain as the skeleton and organs reform and reposition. Really? Day 5, the host's personality has disappeared. Fingers and toes and limbs elongate. I take it you get the picture? Ich würde es gerne noch ausführlicher hören, tatsächlich. Okay. Day 6. The flesh around the mouth splits to make way for tentacles. Day 7, a mind flayer is born. This is the abridged version, of course. Ja. Ja, also. Ich denke. So, ne? Spot on again. Our orifices remain blissfully unblooded, our heads remain clear, and our blood temperature normal. Any expert will agree, this is abnormal. Langwierig, was anderes.
Ja, also. Was macht und was macht euch zum Experten? Mhm. Das ist halt dein Dialog, ne? Ich, ist ja toxisch, wenn. I'll toast to that. The pragmatic in me, however, sees only the silence before the storm. Something to sleep on. We should get some rest. We should get some rest. Ja gut. Wollen wir mal mit dem Astarion sprechen? Ich wollte gerade bei Schattenherz einmal vorbeigucken. Okay, bin drinne. Yes, me as well. Ich bin das auf den gelegentlichen geistigen Austausch. It's almost as if we're not infected. I feel good. It's so strange. Die Stimme auf dem Schiff. Do you remember the voice aboard the ship? Yes. Almost like it's whispering to me still. The voice said I'd become a beautiful weapon. What do you think that means? Alles ist möglich, aber wir müssen noch mal einen Heiler finden. Vielleicht ist es ein Kompliment. Whatever they were, those plans were interrupted by the dragons. Either way, we can't take the lack of symptoms for granted. We have to find a healer. Well, I've said my piece. Get some rest. Get some rest, sagt sie. Ja, was sagt der Dude hier? Witzig, er geht ja sogar darauf ein, mit dem ich eben geredet habe. But no, not a tentacle to be seen. Naturally, but I was thinking, what if it doesn't? Of course, first sign of change, and I'll have to stop that pretty little heart of yours. I am open to suggestions. Knives, poison, strangulation, whatever you'd prefer. Ich würde es vorziehen, nicht zu sterben. Ein Messer geht schnell. Oh, ich muss leider 4 nehmen eigentlich. Ich bin halt ein Kind von der Straße. Don't be so pig-headed. I'm being practical. How much damage will you cause if you transform? How much blood can you bear to have on your hands? So can I. I like you. Rest assured, whatever happens, I'll make the right choice. Sweet dreams, darling. Sweet dreams. Jetzt nochmal mit der anderen sprechen hier. Abominations grow inside us. Our bones should ache. Our mouths should bleed. Yet we thrive. It is madness. Madness. Keep your rest short. Time is not our ally. Okay, sie hat nicht so viel zu sagen. Na dann. Oder entweder sie hat gerade Ultra Instinct gemacht oder du hast was geskippt. Ich hab nichts geskippt. Die hat bei mir richtig extrem schnell sich bewegt auf einmal. von da zu links. Ich hol mir kurz meinen Tee. Alles klar. Sü. Und was macht er jetzt? Oh nein, du hast du was verpasst, Junge? Hallihallo. Hallo. Was geht? Kevin holt sich was zu trinken und wir spielen noch, ich weiß nicht, wahrscheinlich noch so eine halbe Stunde Baldur's Gate, dann macht er irgendwas mit Anna. Aha. Also, ist der Stream also läuft? Ja, der Stream ist an, natürlich. Ich hab's schon gesehen, der Kirchenpark noch online.
Das ist ja auch, der erste Teil ist auch schon auf YouTube, Junge. Junge, da will ich auch mal rein, ey. Geil. Hat auch den besten Moin. Titel. An die YouTube-Zugucker. Aktiviert die Glocke. Ja, genau. Aktiviert die Glocke. Kommentiert für den Algorithmus. Und liken nicht vergessen. Und Daumen nach oben. So. Die Frage ist, wir gehen auf jeden Fall auf eure Kommentare ein. Wie komme ich wieder aus der Rast raus? Wieder über dieses Symbol Lager- und Rastmenü und dann das untere. No. So, die Frage ist jetzt, wo gehen wir lang, Junge? Habt ihr es jetzt mal geschafft, nach Jahren und jetzt tatsächlich Baldur's Gate wieder mal anzufangen? Erstmal öffne ich hier die Kiste, kleiner Mann. Junge, geil, es gibt gerüschte Aufschneiderhut. Den knulligen Erzähler, weiß nicht, ob das was für dich ist. Mit armselige Kleidung, Straßenstoff. Schwierig, der Dude. Aber. Ne, den Scheiß, hab ich keinen Bock drauf. Muss mal gucken, ob der Hut nicht besser aussieht. Ja, Mann, der Hut ist auf jeden Fall ein bisschen geiler. Ey, lass erstmal kurz den Weg hier lang gehen. Nur mal abzuchecken, was hier noch als. Noch irgendwas Blutbild ist. Guck mal, das sieht doch gut aus. Hier ist jemand. Warte, du bist hier zu schnell. Komm mal mit. Ich bin im Gespräch. Okay. Krasse Augen. Ey, ohne Scheiß, ne? Ich hab 'n fucking Made in meinem Kopf. Ich hab keinen Bock, dass er mich voll labert. Ich will einfach einen Heiler suchen. Hier sind wir bei. Einfach oben. Naja, also bist. Du bist noch nicht im Dialog, ne? Oh, Sympathie minus Kirchen. Verbrechen. Was ist passiert? Ich bin im Dialog und auf einmal ist mein Bildschirm schwarz. Was machst du? Oder? Ja, ich kann gerade auch nichts machen. Ich hab halt, ich wollte ihre Habseligkeiten. Jetzt geht's weiter. Du hast jetzt nicht beklaut, oder? Doch, wollte ich gerade machen. Junge, wirklich. Mann, du kannst doch nicht irgendwelche Sachen machen, die ohne Absprache, ey. Ja, jetzt kann ich nicht mit dir reden, Alter. Du bist so ein Depp, Arne. Ich hab gedacht. Ja, Sympathie Kirche -5. Junge Arne, du bist echt ein Holzkopf. Ja, anscheinend habe ich hier nicht so den Respekt gezollt. Kann ich noch mit der Lade? Glaube ich jetzt auch einfach vor und mach mein Ding, ey, ganz ehrlich. Wurde gewarnt. Wenn du mit mir spielen willst. Ich kann mit der reden. Na, das wird ein tolles Gespräch, nachdem du dir versucht hast, irgendwelche Sachen zu klauen. Adrian ist eine eingezogene Schwanzrückkette. Ich bin froh über Hilfe. Mhm. Ich suche einen Heiler. Digga, das habe ich auch gerade gemacht. Lass mich unterbrechen. Ich unterbrochen, ja? Mann, jetzt nimmst du eine Antwort und ich konnte meine nicht durchnehmen, oder was? Ich dachte, du bist jetzt weggelaufen. Ja, automatisch speichern erfolgreich. Komm jetzt her. So, dann geht's ab zu dir jetzt oder was? Ah ne, wir können auch. Wo bist du hier nicht lang gelaufen? Da haben wir gekämpft, Arne. Außerhalb des Tors. Wir gehen jetzt hier rein. Goblins hunting packs. Zu Aaron. Maybe, but we're not fighters. If they broke through, it'd be a massacre. The sooner we leave for Baldur's Gate, the better. Hello. If the road was clear, 10 days walk maybe. But while the goblins are out there, it might as well be the other side of the world. Nee, ich bin noch hier. Die hat mir gerade gesagt, wie lange es noch nach Baldur's Gate ist, 10 Tage. Nice. Ich spreche jetzt mit Aaron. Ich spreche mal mit Aaron. Oh shit. Gut. Dann mache ich mal meinen Kampf hier. Deine Gegner sind überrascht und können in ihrem ersten Zug keine Aktion ausführen. Okay. Wichtige Sache das. Ich habe ein angelegtes Schild und kann keine Zauber machen. Bruder, das ist ja richtig wack. Kann ich mein Schild noch
Kann ich mein Schild noch ausziehen? So, danke. 12, 27. Junge, den fühle ich. Fehlschlag, okay. Du hast einen Stufenaufstieg, ne? Kevin? Mhm. Warum kommst du endlich her? Ich bin im Fight, Digga. Aber warum bist du nicht bei mir? Wir waren zusammen. Ich hab hier oben noch, da wo du gesagt hast, wo wir gekämpft haben, wollte ich noch zu Ende erkunden. Hier machen. Wunden verursachen. Junge, das macht Damage. Furchtsam. Boah, Junge, der hat mich fast gewonshottet. Never been much of a fighter, so wrestling a bugbear would have gone poorly. But you're not here for heroics, are you? Avernus's stench is all over your skin. Let me guess. Your devil mistress sent you to get her soul coin back. Too bad. I earned it, fair and square. Sie haben mir irgendwas von irgendwelchen Münzen voll. Seelenmünzen zurück. Münzenherrin, was meint ihr? Ich war in der Venus, aber ich bin kein Teufelsdiener. You almost seem honest. Care to explain why you reek of the hells? Bro, warum gehst du jetzt irgendwo ganz anders hin, wo wir noch gar nicht waren? Ich bin oben da lang gelaufen, wo du gesagt hast, da haben wir ja nur gefightet und dann kam da halt eine random Dings hier, ne? Warum stinkt ihr so nach den Höllen? Kann ich Überzeugenwurf machen? Ja, einschüchtern. Ach, ich brauche nur 5, easy. Well, that's quite the story. And I thought I was doomed. Now I feel sorry for you. Here. Take this. It's worth a fortune. But a fortune's not worth much. Ich habe eine Bezahlung bekommen dafür, dass ich die gerettet habe. Consider it payment for saving my life. Ich sehe es. Coin, true to its name, holds a mortal soul inside. It serves in the Nine Hells as very valuable currency. Soll ich mal ins Teleskop noch angucken oder was? Nee, du kommst jetzt her. Dann komme ich halt zu dir. Ich komm doch schon. Wir müssen auf jeden Fall zusammenbleiben, das macht sonst gar keinen Sinn, wenn ich die Dialoge nicht mitbekomme und du auch nicht. Da.
wir zwei verschiedene Spiele spielen. Komm ich mal die Leiter runter? Wohin wolltest du jetzt? Ja, da ins Lager halt. Und darunter oder was? Okay. SR. Händler. Geil, Junge. Die Senke. Ja, dann verkauf mal deine Sachen. Flüchtige Abenteurer. Adventurers. No one in years and suddenly we're overwhelmed. Well met. And thank you for beating back those goblins. Most brave of you. Is there anything you need? Act fast if you do. The ritual will be complete before too long. Regelt der Hain wirklich ab? Was ja, machen die. Alles mit Dorn voll, sagt er. Alles mit Dorn voll bald. Was verkauft ihr? Bobs I no longer need. Okay. So, wie funktioniert denn das Verkaufen? Ja, denn es gibt zwei Möglichkeiten, Gegenstände zu kaufen und zu verhandeln. Geht schnell und einfach, aber du kannst auch Tauschgeschäfte feilschen, um bessere Preise zu erzielen. Okay, Junge, hier gibt es auf jeden Fall einen nicen Shit zu kaufen, sehe ich gerade. Zack, kann ich... Okay... Kann ich auch mehrere Sachen... Ja. So, wo sehe ich denn überhaupt, wie viel Gold ich habe? Das hier oben, ne? Ach, Schattenherz kann ich auch mitzählen. Okay, dann verschwindet das auch. Ach, der hat nicht genug Gold. Ich habe schon sein ganzes Gold. Ah, okay, so, da sehe ich das. Das ist zu teuer, das kann ich machen. Okay. So. Hast du dir schon schicke Sachen gekauft? Trinket. Gekauft habe ich mir tatsächlich nichts. Trinket. Trink dies, um unsichtbar zu sein. Hier sind noch ein paar von diesen komischen, krassen Pfeilen. Elixier der Giftresistenz. Drachengriff. Ungewöhnlich. Es hieb. Lebendig verbrannt, bewirkt zusätzlich Hiebschaden bei brennenden Zielen. Was kostet der Spaß? 103. Ich habe jetzt mal hier Stufenaufstieg geregelt mit für mich und den. Muss ich auch deine machen? Magier. Handschuhe des Geschossfangs. Du kannst Geschosse und Fernkampfangriffe abfangen und ihren Schaden um deine Geschicklichkeit. Oh, die nehme ich auf jeden Fall mit. Was kosten die? 300, Junge. Okay, aber die kaufe ich. Das hat sich wild angehört. Sieht auch so einen richtig geilen Bogen hier noch.
Rüstung des Handwerkers. Stärke Rettungswürfe. Triggert einen Bonus von 1d4 auf Schadenswürfe. Hört sich geil an. I take it. Hier ist so, dass du pro kurze Rast irgendeinen Zaubergrad regenerieren kannst. Damit könntest du dann wahrscheinlich öfter irgendeine Attacke von dir einsetzen, bevor du einen langen Rast machen musst. Sag mal Bescheid, wenn du fertig bist mit Handeln. Achso, können wir nicht gleichzeitig handeln? Nö, nö. Okay, das wusste ich nicht. Oh, Ding. Kauf mal einen Heiltrank. Ich habe nämlich keinen. Hast du noch Heiltränke? Lass ich da noch welche drin. Lederhelm. Plus 1 auf Geschicklichkeit. Okay. Ja, warte mal kurz, dann gucke ich noch einmal bei Schattenherz. Schattenherz. Ich glaube, ich muss das Axtball kaufen, wenn ich das noch kann. Ja. Damit Schattenherz noch ein bisschen abgehen kann. Bisschen muss man sich ja auch um Schattenherz kümmern, ne? Aber was meinst du? Doch, ja. Die kann ja nicht ewig wegbleiben. Mehr Geld habe ich jetzt leider gerade nicht. Sylvanas, guide your path. Gut, ich bin durch. Stop. Manchmal mein Stufenaufstieg hier, oder?